Hallo und herzlich willkommen in diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen austauschen möchte. Und zwar, ich wurde in den Kommentaren gefragt, was ClipSkip bedeutet, wie man es im ComfyUI anwendet und was das Ganze überhaupt ist. Und ich muss mich wirklich für diese Frage bedanken. Ich wusste zwar, wie man ClipSkip in ComfyUI bedient oder anwendet, und das werde ich euch auch gleich zeigen. Allerdings habe ich mich noch nie so wirklich mit der Materie beschäftigt, was Clip überhaupt ist. Und da werden wir jetzt mal eben schnell einen kurzen Exkurs durchmachen, damit es ein bisschen verständlicher wird, wie das Ganze in diese Process Chain eingreift. Zum ersten, Clip wurde erstellt von OpenAI und ist, das hier ist die offizielle Seite, verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung, ist ebenfalls ein neurales Netzwerk, wie man hier sieht, was für Texte entwickelt wurde. Also im Prinzip bricht dieses neurale Netzwerk den Prompt, den wir in die Chain reinschmeißen, herunter und detailliert ihn. Also ich werde mich jetzt auch nur hier sehr oberflächlich mehr oder weniger bewegen, weil es ist wie immer mit AI, ne? Man kann da beliebig tief reintauchen, bis hin zu diesen ganzen wissenschaftlichen Papieren. Aber ich denke immer, das können andere machen. Also irgendwann, ja, muss man Glück haben, es zu verstehen oder sehr, sehr viel Zeit investieren. Auf jeden Fall, wir haben hier ein neurales Netzwerk, welches auf Text trainiert ist und diesen immer weiter verfeinert. Ne, das sehen wir gleich noch ein bisschen. Das hier ist auf jeden Fall die offizielle Seite. Ihr könnt euch hier mal selber durchlesen, wenn ihr da mehr wollt. Und hier geht schon los mit diesen ganzen wissenschaftlichen Detaillierungen. Aber im Prinzip, was Clip ist, ist hier oben dieser Textencoder. Hier in diesem Bereich. Also hier dieses leicht bläuliche. Blau zu leicht bläulich. So. Und der geht dann halt später einher mit den Image-Encodern. Aber Clip ist nur dieser Text-Encoder. Und hier sehen wir schon T1 bis TN. Und zwar, ich habe das mal ein bisschen aufgedröselt. Wir schauen nochmal runter. Hier ist aber sonst nichts mehr. Wie gesagt, lest es euch gerne selber durch. Weiterführende Links findet ihr hier bestimmt auch. Das ist die offizielle Seite für Clip. Weitergeführt. Ich habe mal was gemalt. Und zwar... Clip, das ist der Contrastive Language Image Pre-Training. Und das, was ich gerade sagte, ihr gebt einen Textprompt ein, zum Beispiel a person. So, dann besteht dieses Clip bei Stable Diffusion 1.5 ist es zumindest so, aus 12 Ebenen, sogenannte Layer. Und also hier zwischen befinden sich noch Tokenizer und Preliminary Embeddings. Das habe ich weggelassen. Und noch ein bisschen anderer Krempel. Aber im Prinzip wird dieser Textprompt, den ihr eingebt, immer weiter verfeinert. Also aus einer Person wird im ersten Layer zum Beispiel männlich, weiblich oder mehr. Dann wird es weiter verfeinert zum Young Woman, wenn wir beim Female Branch rausgekommen sind, oder Young Man bei Male Branch. Und dann geht es weiter mit Young Woman Standing, Young Man Sitting etc. Und das geht immer tiefer in die Layer. Hier habe ich nur geschrieben 4 bis 10, goes on and on. Layer 11 packt noch mehr Details auf der Textebene hinzu und Layer 12 noch mehr. Und was dieses ClipSkip macht, wenn ihr kein ClipSkip angibt, dann rattert das diese gesamten 12 Ebenen runter und spuckt am Ende ein Embedding aus. Und wir erinnern uns, wir hatten Embeddings schon im ComfyUI. Kann ich einmal noch mal kurz hier zeigen. Embeddings sind die Textual Inversions. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Die werden mit Embedding gekennzeichnet. Im Prinzip sind diese Textual Inversions schon vortrainierte Begriffe, weil am Ende habt ihr hier keinen Text mehr an der Stelle, sondern ihr habt einen Haufen von Nummern und Zahlen. So funktionieren neuronale Netzwerke. Da werden Input-Informationen, das kann Text sein, das kann Bild sein, das kann Musik sein oder so, werden in Zahlen umgewandelt und am Ende kriegt ihr so ein Konglomerat an Zahlen heraus, mit denen die KIs dann weiterarbeiten können. So, zurück zum ClipSkip. Was ClipSkip an der Stelle macht, es wurde beschrieben, bei manchen Models steht bei, man sollte ein ClipSkip von 2 angeben. Das bedeutet dann,
Also das war auch für mich ein bisschen verwirrend, da habe ich auch nachgeforscht. Es war ursprünglich ClipSkip 0 bedeutete, man soll bis Layer 12 diese Chain durchlaufen. Das wurde irgendwann mal geändert auf ClipSkip 1, so wie ich das verstanden habe. Ich habe leider auch nur Beschreibungen für Automatic 11.11 gefunden und nicht für ComfyUI. Ich versuche das jetzt mal auf ComfyUI umzutrainieren und glaube, kann das auch später beweisen oder argumentieren. Das wäre auf jeden Fall der ClipSkip 1, wie er jetzt genannt wird. Wenn ihr einen ClipSkip 2 angibt, bedeutet das nicht mehr als, dass ihr im Prinzip sagt, dieser Layer hier unten soll nicht mehr mitgerendert werden, sondern der Output soll schon von hier aus erfolgen. Damit nehmt ihr eine Ebene aus dieser Chain weg. Für speziell trainierte Models kann das bessere Ergebnisse erzeugen. Es hat aber auch noch den schönen Nebeneffekt, dass ihr einfach weniger Rechenzeit benötigt, weil im Clip eine komplette Ebene fehlt. Und ja, dann kriegt ihr das Embedding, also sagen wir mal grob die Eingabe, mit der die KI weiterarbeiten kann, nicht mehr aus dem letzten Layer, sondern aus dem vorletzten Layer. Ihr könnt natürlich auch hochgehen, aber umso gröber wird eigentlich das, was ihr rauskriegt. Deswegen, ich habe einen Artikel gefunden, in dem auch nochmal drin stand, man kann ClipSkip 2 machen, ja, das funktioniert auch super. Ich habe auch ein Model geladen, was leider nicht in der Beschreibung das erwähnt, allerdings von dem ich weiß, dass es mit ClipSkip 2 auch super Resultate erbringt. Aber weiter solltet ihr nicht gehen. Ihr könnt es natürlich machen, es schadet nichts, um mal so ein bisschen Selbsterfahrung dadurch zu sammeln. Aber die Bilder werden nicht besser, wenn ihr ClipSkips wegnimmt. Oder Ebenen durch ClipSkip wegnimmt, sagen wir so. Im ComfyUI selber, ich habe hier mal ein Setup gemacht. Das ist eigentlich so ein Basis-Setup, wie ich es oft verwende. Hier vorne haben wir einen Checkpoint, wir haben unsere drei Prompts, wir haben den Sampler. Das sind alles Base-Notes von ComfyUI übrigens. Wir haben Upscaler-Model, habe ich alles schon in den vorigen Videos mal gezeigt. Das ist der High-Res-Fix hier. Wir gehen in den zweiten Sampler und erzeugen uns Images damit. Abgescalte Images. Als Model habe ich genommen das Rev-Animated. Den Link dazu packe ich euch auch rein. Ist ein 2,5D-Model, welches super Bilder generiert und auch super verwendet werden kann, um Basisbilder zu generieren. Aber es kommen schon richtig, richtig schöne Bilder raus. Link packe ich euch rein. Ich hatte mal hier geguckt, ob hier drin steht minus 2, aber das hat der Ersteller nicht reingeschrieben. Also Clips gibt minus 2. Aber durch andere Videos und Tutorials weiß ich, dass ClipSkip 2 bei diesem Model auch super funktioniert. Gut, das ist also das Setup jetzt. Ich habe ein Bild rendern lassen und es gibt im ComfyUI, packen wir die mal hier hin, unter AddNode Conditioning Clip Set Last Layer. Und im Prinzip ist das der ClipSkip im ComfyUI. Der steht hier auf minus 1. Und das ist das, was ich eben meinte. Minus 1 ist, glaube ich, gehe die Chain bis zum letzten Layer durch. Ich zeige euch gleich auch nochmal, warum ich das meine. Schauen wir uns die Dokumentation für diesen Node an. Auf der ComfyUI-Seite ist es hier leider nicht beschrieben, was minus 1 bedeutet. Ich kann ja nochmal gucken. Conditioned, hier steht nur, was es macht. Also, take to the text embeddings, happens text being transformed various layers, da sind wir gerade durchgegangen. R-Condition jetzt, also es ist nicht sehr viel beschrieben hier. Output Layer, Encoding Layer, naja, müssen wir mit leben, aber ich zeige euch gleich noch was anderes. Gut, um das hier in so einen Workflow einzubauen, ihr seht schon, wir haben hier einen Clip Input, Clip Output, wir brauchen also die Clip-Node hier an der Stelle. Und hier würde ich euch empfehlen, dann, wenn ihr so ein Setup benutzt, baut ein Reroute ein. Verbindet einmal den Clip damit. Ich ziehe das Ganze mal ein Stückchen hier rüber, damit wir mehr Platz haben. Und zieht aus dieser Reroute den Clip in eure Text-Prompts.
So. Schön. Genau. Jetzt könnt ihr nämlich hier diese Clipset Last Layer nehmen. Und den ziehen wir noch was weiter nach links. So, wenn ihr jetzt Clipskip verwenden wollt, na, wo packe ich den denn am besten hin? Machen wir mal hier. Dann braucht ihr nämlich nur noch das so umbauen hier, diese Dinger verbinden und dann ist das schon eingebaut. Und wenn ihr jetzt Clipskip 2 haben wollt, setzt ihr den hier auf minus 2 und das war es eigentlich schon. Minus 1 sollte, wie gesagt, bis zur letzten Ebene durchrattern vom Textencoder her. Wenn ihr euch unsicher seid, braucht ihr dank des Reroutes einfach nur nochmal hier diese Node verbinden. Die ist dann wieder frei. Wir machen es doch mal so, damit es grafisch auch sichtbarer ist. Oder ihr lasst das auf Clipskip 2 und verbindet diese wieder. So, wir werden jetzt einmal ein Bild nochmal erzeugen damit. Ja, als Prompt habe ich a steampunk woman standing in front of a steampunk train station waiting for arrival of the train und zusätzlich Absurd Res Masterpiece 8K High Detail Intricate Cinematic Photography Sharp Photo Focus und Depth of Field mit einem Weight von 0.9 und als Negative Embeddings einmal das Easy Negative und einmal das By Bad Artist Negative. Kann ich euch eigentlich auch verlinken. Habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Ich verlinke es euch einfach nochmal. Und Nude Not Safe for Work, damit wir auch YouTube-freundliche Bilder bekommen. So, wir lassen es einmal mit Clipskip 2 durchlaufen. So, und wir haben unser Bild erhalten. Das sieht ziemlich gut aus, oder? Man könnte noch das Gesicht verbessern, natürlich. Das ist immer ein bisschen Glückssache. Aber trotzdem, Rev Animated bietet mit Clipskip 2 auch super Bilder. Über das Model wollte ich eigentlich auch mal gerne ein Video machen, weil ich es häufig benutze, auch für andere Anwendungszwecke, aber da kommen wir hin. Eins nach dem anderen. Gut, ich save einmal diesen Workflow. Ich sag mal Clipskip Base Notes. Ups, Base Notes. Und lade uns mal das Tiny Terra Notes Preset vom letzten Mal. Schwupps, da ist es. Auch hier werden wir das Model ändern. Wir erinnern uns, das sieht alles wesentlich aufgeräumter aus hier. So, ich muss mir eben kurz aufräumen. Wir nehmen den Anime Checkpoint. Und wir machen es hier auch nochmal. Hier unten. Embedding Bad Artist. Embedding Easy Negative. Ich lasse die Weights mal weg jetzt. Hier hatten wir noch Depth of Field. Intricate und Cinematic Photography. So. Und hier hatten wir es, Steampunk Woman standing on a Steampunk Train Station waiting for the arrival of the train. So. Gut, grob, ne? Und was ich jetzt meinte ist, hier findet ihr nämlich, in diesem Sampler findet ihr schon hart integriert den Clipskip. Das ist der Tiny Terra Notes Loader. Entschuldigung, nicht Sampler. Das ist der Tiny Terra Notes Loader. Den haben wir im letzten Video besprochen. Und hier findet ihr schon den Clipskip eingebaut. Der heißt hier auch schon Clipskip. Im Grunde macht er aber das, was diese Clipset Last Layer Node von ComfyUI macht. Und hier könnt ihr den auch einfach auf minus 2 stellen. Wir lassen es einmal durchrattern. Das ist eine interessante Interpretation, das sehe ich jetzt schon. Obwohl, nee, es geht. Es sieht ja so aus, als wären rechts. Als wäre man hier schon im Zug drin und hier steht aber der Zug außen. Naja, gut. Frei interpretiert. Genau. Auf jeden Fall mit Clipskip 2
Das könnt ihr hier machen dann. Und wenn ein Model, welches ihr verwenden sollt, empfohlen wird, Clips gibt es bei zu benutzen, dann sind das diese speziell trainierten Models, die damit laut den Autoren besser funktionieren. Im Prinzip funktionieren sie auch mit -1. Allerdings, ne, den Empfehlungen des Autors folgen ist dann, glaube ich, immer gut. Er erkennt sein Model am besten. Und das meinte ich nämlich auch mit, ich glaube, ich kann es beweisen oder argumentieren, dass Clipskip -1 im Prinzip so ist, als würde man nichts machen, weil man kann diesen Clipskip, man kann ihn auf 0 stellen. In diesem Sampler. Er steht immer auf -1 und das meinte ich damit, -1 würde dann doch bedeuten, man kann nämlich die Dings nicht auf 0 stellen. Moment. Diese geht nicht auf 0. Diese ist immer auf -1. Und dieser Clipskip in den eingebauten Samplern ist auch immer auf -1. Sollen wir mal einen Versuch wagen? Was passiert, wenn wir den auf 0 stellen? Es funktioniert auch. Das sieht auch sehr gut aus. Das ist interessant. Ich will noch mal eben einen anderen Sampler, da waren wir noch nicht dran vorbeigekommen. Und zwar die Was Suite Sampling. Okay, Sampler Was. Ach, der hat das gar nicht integriert. Okay. Dann ist hier die Frage wirklich, warum steht es immer auf -1 per Default? -1 würde ich sagen, nimm den letzten Layer. Aber dann dürfte 0 nicht mehr funktionieren. Tricky, Leute. Da brauche ich vielleicht auch mal eure Feedback, euren Input. Weil wie gesagt, die Conditioning Clipset Last Layer, die Base Note funktioniert nicht so. Die geht nicht auf 0, im Gegensatz zu den eingebauten Sampler Notes. Da weiß ich jetzt nicht, wie wir das interpretieren sollen. Wir können einmal kurz gucken. Tiny Terra Notes Comfy UI und suchen mal hier Clip, wird nicht gefunden. Aber ich würde jetzt hier an dieser Stelle behaupten, dass wenn wir einen Tiny Terra Notes Sampler hinzufügen, wieso immer Sampler? Ich will einen Loader haben. Tiny Terra Notes Loader hier. Seht ihr? Dann steht Clipskip auf -1. Ich würde behaupten, dass -1 nicht als Default Value eingestellt wäre, wie auch hier in der Base Note von Comfy UI, wenn es nicht bedeuten würde, dass dann das Clip Encoding bis zum letzten Layer durchgeht. Ich glaube wirklich, Clipskip 2 ist dann dieses Setting hier. Gut, vielleicht findet ihr an der Stelle auch noch ein bisschen mehr raus. Es hat mich jetzt verwundert, dass diese Custom Note hier wirklich ein Clipskip 0 akzeptiert, während das die Base Note nicht macht und es dann auch funktioniert. Aber wer weiß, wie diese Custom Notes intern abgefangen sind. Auf jeden Fall hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen klar machen, was Clipskip bedeutet, wie man es im Comfy UI anwendet. Und vielleicht findet ihr ja auch noch Informationen. Das würde mich wirklich mal sehr interessieren, wie das so ist, weil die Beschreibung ist halt, wie gesagt, eher dürftig. Gut, haut's mir in die Kommentare, schreibt mir euer Wissen hinein. Ich will auch lernen durch diese Videos, die ich hier mache. Und das hat bisher auch schon gut funktioniert. Dafür muss ich mich echt bedanken, dass ihr da auch anfangt inzwischen Input und Feedback zu geben. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Experimentieren oder auch beim Erzeugen von Bildern mit Clipskip. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss!